Hi, Andre hier für tabletblog.de. Ich bin gerade am Stand von Huawei und wir schauen uns hier das Honor 6 Plus an, das Honor 6 Plus, das in Deutschland auch nicht so richtig verfügbar ist, zumindest nicht bei Huawei direkt. Es gab bei Amazon einen Händler, wo es angeboten wurde. Ich weiß gar nicht, ob es das da noch gibt. Aber auf jeden Fall wollen wir uns das Honor 6 Plus jetzt mal genauer anschauen, falls es dann wirklich in Deutschland auf den Markt kommt. Denn es ist ein ziemlich interessantes Tablet, ein 5,5 Zoll großes Tablet, das so ein bisschen gegen das iPhone 6 Plus positioniert wird. Das kann man ja auch schon an dem Namen erkennen und an der Displaygröße. Das Honor 6 Plus ist eigentlich dem Huawei Asset Mate 7 sehr ähnlich, das ich hier habe. Das Display ist natürlich ein bisschen kleiner beim Honor 6 Plus. Das Mate 7 hat ein 6 Zoll Display. Aber sonst sind die Spezifikationen sehr ähnlich. So haben wir auch hier eine Full HD Auflösung mit 1920 x 1080 Pixel. Und darunter steckt der gleiche Kirin 925 Octa-Core-Prozessor, der bei 1,8 GHz getaktet ist. Dazu gibt es in dem Modell hier 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB internen Flash-Speicher. Der Akku hat eine Kapazität von 3600 mAh, ist also nicht ganz so groß wie beim Asset Mate 7. Aber ja, das Display ist auch klein, also nicht ganz so viel Platz hier drin. Sonst die Abmaße sind recht gut, die Rahmen sind nicht ganz so schmal wie beim Asset Mate 7, sind ein bisschen dicker, es ist vielleicht auch dem kleineren Display zu verdanken, dass sonst die Hardware da nicht so richtig reinpasst. Gehen wir mal ein bisschen weiter um das Tablet hier herum. Wir haben hier eine Frontkamera und ich meine, die Auflösung ist ebenfalls 8 Megapixel. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ich glaube auch 8 Megapixel. Dann haben wir nichts weiter hier vorne. An den Seiten haben wir eine Lautstärkewippe, einen Powerbutton, dann zwei SIM-Kartenslots, einmal Dual-SIM und einmal ein Micro-SD-Kartenslot. Also zwei Kartenslots, einmal Dual-SIM, einmal Micro-SD-Karte. Ein Micro-USB-Anschluss hier unten, ein Mikrofon natürlich, auf dieser Seite dann nichts weiter, oben ein Headset-Port. Und ja, auf der Rückseite haben wir dann, genau, hier haben wir nochmal zwei 8-Megapixel-Kameras mit einem Dual-LED-Blitz. Und die Kameras sind dafür, dass man so tolle Effekte mit Unschärfen hinterher realisieren kann. Und auch in schwachen Lichtverhältnissen sollen die Ergebnisse besser sein. Hier haben wir dann noch einen Lautsprecher hier unten. Und ja, ist das die Verarbeitung, das ist so eine Mischung aus Kunststoff, Glas und ein bisschen Metall hier als Rahmen. Ist ganz nett, liegt ganz gut in der Hand, ist ein bisschen eckig. Wie die anderen Geräte von Huawei auch, aber es gefällt mir recht gut. Hier drauf läuft jetzt leider noch kein Android 5.0 Lollipop. Wir wissen auch gar nicht, ob es ein Update geben wird. Ich hoffe mal. Sondern KitKat ist hier jetzt noch drauf mit der eigenen Emotion UI von Huawei. Ja, die ganz schick ist, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Es gibt kein App-Menü, es landen eben alle Apps hier auf dem Homescreen. Man kann die dann natürlich noch mit Ordnern selber sortieren oder einen anderen Launcher installieren. Gut, das ist ein schnelles Hands-on-Video mit dem Honor 6 Plus. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.